Alexander Gerst arbeitete früher als Geophysiker auf Vulkanen. Jetzt ist er Astronaut bei der ESA. Als ich zum ersten Mal die Sterne gesehen habe, wusste ich, dass mich das interessiert. Mich hat immer interessiert, was da draußen liegt, was am Unbekannten liegt. Nicht nur im Weltraum, sondern auch auf der Erde. Deswegen bin ich ja erstmal Wissenschaftler hier auf der Erde geworden und habe jetzt die Chance, weiter raus ins Weltall zu schauen und das zu erforschen. Für mich ist das eine großartige Herausforderung, weil es mir eine Neugier befriedigt, was da draußen ist. Eine Ausbildung in 6 Ländern auf 3 Kontinenten steht vor Alexander Gersts Reise ins All. Das teuerste Abenteuer, das die Menschheit zu bieten hat, beginnt für die Weltraumneulinge in Köln mit dem Grundstudium Astronaut. Viel Technik, viel Sport und Lernen bis zum Umfallen. Es gab natürlich schon so ein paar Momente, wo man ja an die Belastungsgrenze geht. Rein mental war das da der Fall, als wir zum Beispiel innerhalb von 3 Monaten Russisch lernen mussten. Das heißt, wir haben 3 Monate nichts anderes gemacht, den ganzen Tag als Russisch zu lernen. Und das geht natürlich schon an die Grenze. Oder auch körperlich ist es anstrengend, wenn man im Raumanzug 7 Stunden unter Wasser arbeitet und dann gegen den Druck vom Raumanzug anarbeitet. Das heißt, jedes Mal, wenn man mit der Hand was greift, ist es so, wie wenn man gegen einen Tennisball quetscht. Und das 7 Stunden lang ohne Essen und wenig Trinken, das ist natürlich anstrengend. Aber es macht auch sehr viel Spaß und ist eine Herausforderung, wenn man dann rauskommt, dann weiß man auch, was man getan hat. Das Ausreizen der körperlichen Belastbarkeit gehört ebenfalls zur Ausbildung. Survival-Training stärkt den Teamgeist und hilft beim Überleben, falls die Landekapsel vom Kurs abkommt. Alle denkbaren Notfälle im Weltraum und bei der Rückkehr auf die Erde werden trainiert. Wir haben eine Zusammenarbeit von 16 verschiedenen Ländern. Mehr als 100.000 Leute haben die Raumstation gebaut. Länder, die früher verfeindet waren, im Krieg gegeneinander waren, die jetzt friedlich zusammenarbeiten. Das ist eine Komponente, die sehr wichtig ist und die uns erlaubt, in den Weltraum zu fliegen und eine Perspektive zurück zur Menschheit zu bringen. Eine Perspektive, die von außen auf unseren Planeten schaut, der ja klein und blau und verletzlich durchs Weltall fliegt. Und so eine Perspektive ist letztendlich vielleicht das Wertvollste von allem, was wir haben. Beinahe ebenso kostbar ist die Raumstation, die diese Perspektive ermöglicht. Die Begeisterung für die bemannte Raumfahrt teilt allerdings nicht jeder. Wenn man sagt, okay, das ist ganz toll, die Menschheit möchte da etwas Neues erkunden, das ist kulturell absolut notwendig und wichtig, soll man schon machen, aber man soll das tun, ist dann nicht unter dem Siegel, unter dem Flaggschiff dann Wissenschaft verkaufen, sondern das eben anders verkaufen, so wie es nämlich in Wirklichkeit auch ist. Wissenschaftlich bringt es nicht sehr viel. Als Astrophysiker braucht Wolfgang Hillebrand überhaupt keine bemannte Raumfahrt. Es ärgert ihn, dass die ISS Forschungsgelder beansprucht, die anderswo fehlen. Von Beginn an wurde der wissenschaftliche Nutzen einer ständig bemannten Raumstation besonders betont. Die Schwerelosigkeit oder genauer Mikrogravitation sollte einzigartige Möglichkeiten für Physik und Materialforschung, Biologie und Astronomie bieten. Und mit den Astronauten sind ja auch Versuchskaninchen für die Humanmedizin an Bord. Die Geschichte der Raumstationen war schon immer eine Geschichte großer Träume. Es ist gerade erst 40 Jahre her, da hatte die NASA fantastische Visionen. Gigantische Raumstationen sollten quasi als zweite Erde durchs All fliegen. Bis zu 1 Million Menschen würden die Stationen bewohnen und für immer dort leben.
Dass diese Träume niemals finanzierbar sein würden, muss den Planern damals schon klar gewesen sein. Die Wirklichkeit sieht dann auch wesentlich bescheidener aus. Die erste und einzige amerikanische Raumstation Skylab nutzt Personal und Technologie der Mondlandungen. Insgesamt 9 Astronauten verbringen 171 Tage dort oben. Viele technische Pannen begleiten das Projekt. Schon beim Start wird die Station beschädigt. Den Astronauten gelingt es aber, Skylab zu reparieren. Hier turnen sie im ehemaligen Treibstofftank einer Saturn V Mondrakete. Die Hauptmotivation für Skylab waren wirtschaftliche Gründe. Die rund 400.000 Menschen, die die Mondlandungen ermöglicht hatten, sollten nicht einfach in die Arbeitslosigkeit entlassen werden. Aus wissenschaftlicher Sicht gilt Skylab dennoch als enorm erfolgreich. Die Astronauten führen zahlreiche medizinische Experimente durch. Viele der damaligen Erkenntnisse sind nützlich für spätere Raumfahrtprojekte. Unter anderem profitieren die Astronauten auf der ISS noch heute davon. Besonders die Erforschung der Sonne wird sehr weit vorangebracht. Skylab ist mit einem großen Sonnenobservatorium ausgestattet. Das Observatorium filmt die Korona und Eruptionen auf der Sonne und misst ultraviolettes und sichtbares Licht sowie die Röntgenstrahlung. Diese Bilder der Sonne und der Sonneneruptionen sind 1973 eine Sensation. Nach 3 erfolgreichen Missionen wird Skylab aufgegeben. Der größte Erfolg der russischen Raumfahrt ist die Raumstation Mir. Bei ihrem Bau spielt Geld anfangs keine Rolle. Schließlich ist die Mir nicht nur Raumstation, sondern vor allem auch Propagandainstrument. Sie soll die Überlegenheit der Sowjetunion im Weltraum demonstrieren. Das amerikanische Space Shuttle wird ein häufiger Besucher und dockt regelmäßig an der Raumstation an. Auch deutsche Astronauten arbeiten auf der Mir. Das Ende des Kalten Krieges wird gewissermaßen im Weltraum besiegelt. Praktischer Nebeneffekt: Amerikaner und Europäer zahlen viel Geld, um die Mir mitzunutzen. Die russischen Kosmonauten brechen einen Rekord nach dem anderen. Manche bleiben über ein Jahr dort oben. Die Mir hat jedoch ein unrühmliches Ende. Der russischen Raumfahrtagentur geht das Geld aus. Eine Pannenserie gefährdet die Kosmonauten. Im März 2001 stürzt die Mir kontrolliert in den Pazifik. Die letzten Tage der Mir sind gleichzeitig die ersten Tage der ISS. 1998 werden die ersten Module ins All geschossen. Gebaut wird sie von NASA, ESA und den Raumfahrtagenturen Russlands, Kanadas und Japans. Als Labor, Observatorium und Fabrik soll sie auch der Kommerzialisierung des Weltraums dienen. Die Hoffnung: Die Astronauten würden neuartige Medikamente oder superschnelle Computerchips herstellen. Die Erwartungen steigen ins Unermessliche. Manche sagen, der Bau der ISS war vor allem politisch motiviert. Ja, das ist eine lustige Geschichte. Wir wurden eingeladen nach Bonn vom Bundesministerium Forschung und Technologie. Und dann kam einer aus der Ministerialbürokratie und hat uns gesagt, ja, die politische Entscheidung, diese internationale Raumstation zu bauen, ist gefallen, sie wird kommen. Ja, und wir sollten uns halt mal Gedanken machen, was man eigentlich da an Experimenten drauf machen könnte. Üblicherweise hat man eine wissenschaftliche Frage und dann baut man ein Instrument, ein Gerät, das dieser Frage am ehesten nahe kommt, einer Antwort nahe kommt.
und nicht umgekehrt, dass man erstmal ein Gerät hat und dann sagt, so, was macht er denn jetzt mit dem Gerät? Trotzdem wird natürlich geforscht auf der ISS. Die meisten Experimente sind in standardisierten Schubfächern untergebracht. 32 dieser Racks stehen für Experimente zur Verfügung, jedoch werden nicht alle genutzt. Die Racks haben Anschlüsse für Strom, Kühlflüssigkeiten, Gase und einen Datenbus. Jeweils 3 Astronauten können Experimente durchführen, die anderen 3 der ständigen Besatzung erledigen Hausmeisterarbeiten. Die Experimentierkästen können, wie überhaupt die gesamte Inneneinrichtung der ISS, leicht ausgetauscht werden. Ja, wir haben über 100 Experimente an Bord für das halbe Jahr, an dem ich oben bin, typischerweise. Da gibt es jede Menge kleinere Experimente, die ich nur installiere und vielleicht den Strom anstelle, aber auch andere, wo ich als Wissenschaftler richtig mit den Händen ran kann und richtig wissenschaftliche Intuition mit reinbringen kann. Ein Beispiel für ein Experiment, auf das ich mich sehr freue, ist der EML. Das ist ein Schwebeofen, den wir einbauen zum Schmelzen und Erforschen von Metalllegierungen. Er ist auch in Deutschland gebaut worden zum größten Teil. Und darin erforschen wir, wie sich flüssige Metalle verhalten, wenn man sie mischt und wie man neue Werkstoffe herstellt. Die Wissenschaftler steuern diese Experimente oft direkt von der Erde, wie etwa in Köln. Hier befindet sich das Nutzerzentrum für Weltraumexperimente. Im materialwissenschaftlichen Labor MSL auf der Raumstation verflüssigen die Physiker Metallproben und beobachten das Wiedererstarren. Das ist am Ende für die Industrie wichtig. Wer die physikalischen Vorgänge im Metall genau kennt, kann beispielsweise Motorblöcke gießen, die auch bei Tempo 300 nicht platzen. Der Astronaut hat die Aufgabe, eine Kartusche mit einer Probe drin in die MSL-Anlage einzubauen. Deckel wird geschlossen und ab dann treten hier die Kollegen in Aktion. Das heißt, die Anlage wird evakuiert, dann auf eine gewisse maximale Temperatur hochgefahren, um die Probe dann gezielt aufzuschmelzen. Und dann anschließend werden Parameter festgelegt, wie schnell zum Beispiel die Probe erstarren soll. Und anschließend, wenn die Probe fest ist, wird die Kartusche ausgebaut, runtergebracht zur Erde und dann hier auf dem Boden analysiert. Das geschieht zum Beispiel bei den Materialforschern der RWTH Aachen. Die interessieren sich besonders für winzige Verunreinigungen, die das flüssige Metall beeinflussen. Grundlagenforschung, die reale Versuche überflüssig machen soll. Gerhard Zimmermann möchte Computermodelle von Legierungsprozessen perfektionieren. Damit kann er die unterschiedlichsten Legierungen testen, ohne dabei aufwendig Metall schmelzen zu müssen. Unter Schwerelosigkeit gibt es keine Strömung in der Schmelze. Das heißt, wenn die Keime entstehen, dann bleiben sie ortsfest an der gleichen Stelle und können ungestört wachsen. Und zum anderen, es gibt auch keinen Auftrieb. Das heißt, Keime, die auf dem Boden absinken würden oder aufsteigen, die schweben sozusagen an der gleichen Stelle. Und damit lassen sich Phänomene besser untersuchen. Denn die Schwerkraft auf der Erde überlagert genau die Kräfte, die Gerhard Zimmermann beobachten möchte. Daher hätte er gern schon viel öfter in der Schwerelosigkeit experimentiert. Aber allzu viele Versuche auf der ISS konnte er bisher nicht machen. Man hat eine sehr lange Vorlaufzeit. Also diese Sachen, die wir jetzt sozusagen auswerten und untersuchen, das ist eine Vorlaufzeit von etwa 10 Jahren. Und man hatte uns am Anfang gesagt, dass man also deutlich mehr Experimente würde machen können. Aber natürlich aus Zeitgründen, aus Kostengründen, aus verschiedenen Gründen wurde das natürlich immer weiter gekürzt. Und zurzeit ist es konkret so in diesem Projekt, dass wir in den letzten 4 Jahren 9 Versuche machen konnten. Es stehen jetzt noch 5 weitere an, die auf der Raumstation sind. Also die Anzahl ist sehr begrenzt. Man muss natürlich auch gut überlegen, was man bei den einzelnen Proben untersuchen möchte. In Garching bei München geht die Forschung in eine ähnliche Richtung, aber mit gänzlich anderen Materialien und Aggregatzuständen. Im Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik forscht Hubertus Thomas mit kaltem Plasma.
Natürliches Plasma gibt es überall im Universum. 99% aller leuchtenden Materie bestehen daraus. Die Sonne, Blitze, Polarlichter. Für ihre Experimente auf der ISS mussten die Physiker in Garching lernen, mit kaltem Plasma umzugehen. Kaltes Plasma hat sehr praktische Eigenschaften. Das Plasma kann Bakterien abtöten, selbst solche, die längst gegen Antibiotika resistent sind. In groß angelegten klinischen Studien hat kaltes Plasma schmerzhafte chronische Wunden geheilt. Dabei war Plasmamedizin gar nicht das eigentliche Ziel der Forschung. Die Experimente auf der ISS untersuchen wahrhaft Elementares. Wir sehen hier im Plasma eingebettet noch kleine Mikropartikel, Partikel von der Größe von einem Staubteilchen. Diese Staubteilchen laden sich dann im Plasma durch die Wechselwirkung mit den Elektronen und Ionen auf. Und unter besonderen Bedingungen, also wenn man sehr viele von diesen Mikropartikeln im Plasma drin hat, kann man zum Beispiel kristalline Strukturen erzeugen. Der gleiche Versuchsaufbau befindet sich auch auf der Raumstation. Mit dem Edelgas Argon erzeugt Hubertus Thomas ein Plasma und reichert es mit Mikropartikeln an. Ein Laserstrahl macht eine dünne Scheibe des Plasmas sichtbar. Die Mikropartikel verhalten sich im Plasma exakt so wie die Atome in festen Materialien. Das kalte Plasma ist somit eine Lupe für atomare Prozesse. Jeder Mikropartikel, jeder helle Punkt auf dem Monitor ist quasi ein Atom. Unter Schwerelosigkeit wird die Hauptkraft auf der Erde, nämlich die Schwerkraft, aufgehoben. Und man kann dann ganz neue, ganz viel schwächere Kräfte untersuchen als hier auf der Erde. Auf der Erde sinken viele Mikropartikel zu Boden. Diese Sedimentschicht entsteht im Weltraum nicht. Das technische Know-how, das zur Durchführung der Experimente auf der ISS entwickelt wurde, hat am Ende der Plasmamedizin genutzt. Streng genommen ist dies also kein Erfolg der Raumfahrt, sondern das Ergebnis irdischen Ideenreichtums. Eine weltbewegende Erfindung, die nur auf der ISS möglich gewesen wäre, lässt noch auf sich warten. Das Max-Planck-Institut in Garching baut übrigens keine Krankenhaustechnologie mehr. Dieser Forschungsbereich wurde trotz großer Erfolge geschlossen. Ob das gewonnene Wissen irgendwann einmal kranken Menschen hilft oder ob es vergessen wird, steht in den Sternen. Am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, werden Mikroben nicht bekämpft, sondern erforscht. Corinna Panetz und Elke Rabo wollen die Frage aller Fragen beantworten. Gibt es da draußen im Universum Leben? Das Experiment gehört für die Astronauten zu den aufwendigsten überhaupt. Insgesamt 3 Außeneinsätze sind dafür notwendig. Von der Erde aus betrachtet wird der riskante Außendienst der Astronauten gerne als Weltraumspaziergang verharmlost. Die Astrobiologen des DLR setzen bestimmte Organismen den Bedingungen im Weltraum aus und beobachten dann, ob und wie sie überleben. So wollen sie Grundlagen des Lebens entschlüsseln, die sich auf außerirdische Lebensformen übertragen lassen. Elke Rabo und Corinna Panitz arbeiten mit Bakterien, die extremste Bedingungen wie Hitze oder Strahlung überleben können. Es sind Bakterien, die sich mit einer Matrix aus Polymeren schützen oder, weniger wissenschaftlich formuliert, mit einer Schleimschicht. Diese schleimigen Biofilme findet man überall auf der Welt, zum Beispiel im Abfluss des Spülbeckens zu Hause. Und im Juli 2014 wird getrockneter Bakterienschleim auch ins All geschossen. Wir brauchen dann Astronauten, die in einem Außeneinsatz das Experiment nach draußen auf die Außenplattform bringen. Dort wird es eine Zeit lang sein und wir werden Ventile vom Boden aus gesteuert öffnen, sodass die Organismen dem Weltraumvakuum ausgesetzt werden. Aber nach einer gewissen Zeit werden dann Astronauten noch einmal hinausgehen müssen und einen UV-Schutz, der auf dem Experiment ist, abnehmen müssen, sodass die Organismen dann auch noch zusätzlich bestrahlt werden, ungefähr für 1 Jahr bis 1,5 Jahre.
Für die Astronauten sind lange Außenexpositionszeiten hingegen weniger gut. Wegen der Weltraumstrahlung. Auch dazu gibt es Forschung am DLR in Köln. Der Biophysiker Thomas Berger benötigt die Raumstation für seine Matroschka, benannt nach den ineinander verschachtelten russischen Holzpuppen. Allerdings ist Bergers Matroschka alles andere als ein Spielzeug. Also die Matroschka ist ein dem menschlichen Körper nachempfundenes Phantom, das es ermöglicht, Detektoren innerhalb dieses Phantoms anzubringen, um über die Messergebnisse dieser Detektoren die Strahlungsbelastung in den einzelnen Organen des Körpers messen zu können. Das menschliche Phantom ist dadurch bedingt, dass sie das ganze System menschliche Knochen sind, die in Kunststoff eingegossen sind. Und man sieht das hier, sie haben quasi Kunststoff, der das Gewebe simuliert. Der kann in unterschiedlichen Dichten hergestellt werden. Das heißt, wir können normales Gewebe und Lungengewebe zum Beispiel in unterschiedlichen Dichten darstellen. Wie schädlich die Weltraumstrahlung ist, kann man an sogenannten Kernspurfolien aus Strahlungsmessgeräten ablesen, die die Astronauten am Körper tragen. Jeder Kreis ist ein Treffer der Weltraumstrahlung. Je mehr Kreise zu sehen sind, umso stärker die Strahlung. Auf der Erde wären wesentlich weniger Kreise in der Kernspurfolie zu sehen, da die Atmosphäre vor der Strahlung schützt. Die Atmosphäre schirmt uns ab, das wäre eine 10 Meter hohe Wassersäule, die Sie sich vorstellen können, ober uns. Die Raumstation, da schrumpft diese Wassersäule auf 5 bis 20 Zentimeter. Und der Raumanzug hat nur mehr ungefähr 1 Zentimeter. Für das Experiment wurde Matroschka an verschiedenen Stellen der ISS aufgestellt. 5 Jahre lang war sie stumme Begleiterin im Erdorbit. Auch Matroschka hatte einen spektakulären Außeneinsatz. Die Astronauten packten sie in eine Spezialkiste, die einen Weltraumanzug simulierte. 1,5 Jahre schwebte die Puppe an der Außenhaut der Raumstation. Jetzt wissen die Wissenschaftler, wo in der ISS welche Strahlung herrscht und welche Körperteile der Astronauten davon besonders betroffen sind. Ist das nicht Weltraumforschung, die ausschließlich der Weltraumforschung nützt? Erstens bekommen wir Ergebnisse, die auch für die Erdanwendung notwendig sind. Zum Beispiel, was die Strahlenbiologie anbelangt, Wechselwirkung von Strahlung mit Materie, Krebsinzidenz, wie werden Zellen geschädigt durch Strahlung, wie reparieren sie. Wir entwickeln ja auch Strahlungsmessgeräte für die Raumstation, die wir auch auf der Erde anwenden können. Dennoch gibt es viele Experimente, die ausschließlich der bemannten Raumfahrt nutzen. Damit, so die Kritik, schafft die bemannte Raumfahrt Bedarf an Forschung, die ohne sie gar nicht notwendig wäre. Der Raumfahrt dient auch ein Experiment, für dessen Ergebnisse sich die NASA ganz besonders interessiert. Dabei nutzen die Wissenschaftler neben der ISS eine Anlage, die Forscherträume wahr macht. Schauplatz ist das Bremer Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation. In diesem Gebäude gelingt den Forschern etwas ganz Besonderes. Sie können für 9,3 Sekunden die irdische Schwerkraft überlisten. Dieser 146 Meter hohe Faltturm ermöglicht es Wissenschaftlern, ganz ohne Raumschiff Experimente in der Schwerelosigkeit durchzuführen. Und das, obwohl sich die Schwerkraft eigentlich nicht abschalten lässt.
In Bremen geht aber genau das. Voraussetzung: Der Versuchsaufbau muss in einen solchen Zylinder hineinpassen. Neben dem eigentlichen Experiment ist diese Fallkapsel mit einer Stromquelle, einem Computer und aufwendiger Messtechnik bestückt. Die Kapsel wird zur Spitze des Turms hochgezogen. Jetzt herrscht im Zylinder ein paar Sekunden lang Schwerelosigkeit. Videokameras und spezielle Sensoren zeichnen genau auf, was im Inneren des Versuchsbehälters geschieht. Mit einem Tempo von 167 Kilometern pro Stunde stürzt die Kapsel in einen Abbremsbehälter voller Styroporkügelchen. Wahrscheinlich sind die vorbereitenden Tests in der Schwerelosigkeit des Fallturms ein Grund, warum Michael Dreyers Experimente so erfolgreich sind. Er und sein Team untersuchen das Strömungsverhalten von Flüssigkeiten in der Schwerelosigkeit. Sie verfügen über einen eigenen, nach strengen NASA-Spezifikationen eingerichteten Kontrollraum. Dieser ist über Relaisstationen live mit der ISS verbunden. Michael Dreyer kann von hier seine ausgeklügelte Versuchsapparatur an Bord der Station steuern. Darin fließt eine spezielle Testflüssigkeit. Von Bremen aus beeinflusst er Strömungsgeschwindigkeit, Druck, Temperatur, Gasbläschen und einiges mehr. Das ist unser Testkanal. Hier oben strömt die Flüssigkeit von links nach rechts. Das ist die freie Oberfläche. Und das, was wir hier sehen, sind Gasblasen. Die werden jetzt nicht hineingedrückt, sondern hineingesaugt. Und wenn wir jetzt gleich die Strömungsgeschwindigkeit reduzieren, dann wird die Strömung wieder stabil und die freie Oberfläche verhält sich fast wie eine Membrane, fast schon wie eine feste Wand. Das heißt, wir haben eine klare Trennung zwischen der Flüssigkeit und dem Gas. Und das ist eins der Ziele, was wir hier herausfinden wollen, wo diese Grenze eben liegt. Auch diese Erkenntnisse sollen zu besseren Computermodellen führen, mit denen sich zum Beispiel die Treibstoffleitungen in den Raumschiffen der Zukunft besser planen lassen. Doch diese Versuche nutzen ausschließlich der Raumfahrt. Die Menschen auf der Erde profitieren davon nicht. Man muss recht lange suchen, um Weltraumtechnologie zu finden, mit der sich auf der Erde Geld verdienen lässt. Friedrich Joachim Bartz war vor Jahren an der Entwicklung des Eye-Trackers beteiligt, der zu einem wahren Verkaufsschlager führte. Ja, das ist ein System, mit dem man die Augenbewegung messen kann. Es besteht letztlich aus den Bestandteilen einer Beleuchtungseinheit. Dann sieht man hier so einen Halbspiegel, halbdurchlässigen Spiegel, der das Bild des Auges, wenn ich mir das Ding jetzt mal aufsetze, kann man sich das vielleicht besser vorstellen, der das Bild des Auges aufnimmt und dann in die Kamera führt. Darüber kriegt man die Augenbewegung. Das ist eine wichtige Information, die man im Bereich der Gleichgewichtsforschung haben möchte, weil das Auge sehr neuronal, sehr eng verschaltet ist mit dem Gleichgewichtssinn. In einer Umgebung wie dem Weltraum, in der es kein Oben und kein Unten gibt, ist der Gleichgewichtssinn der Astronauten besonders gefordert. Buchstäblich schwindelerregende Prozeduren bringen die Astronauten an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Der Eye-Tracker registriert dabei genau, wie es dem rotierenden Astronauten geht.
Und er profitiert von dieser Technologie heute an jedem Arbeitstag. Matthias Maus benutzt Operationsinstrumente, die ohne einen schnellen Eye-Tracker wesentlich ungenauer wären. Matthias Maus führt Augenoperationen mit einem Laser durch, um Patienten von Fehlsichtigkeiten zu befreien. Die Patientin leidet unter einer Kurzsichtigkeit von 7 Dioptrien. Gerade hat sie betäubende Augentropfen bekommen. Matthias Maus schneidet zuerst einen Deckel in die Hornhaut, bevor der Laser mit Eye-Tracker in Aktion tritt. Dieser sogenannte Eye-Tracker ist wahnsinnig wichtig, weil das einzige Fehlerelement, was wir nicht kontrollieren können, ist das Auge des Patienten. Und der wackelt, jeder wackelt. Und dieser Eye-Tracker verfolgt das Auge in 6 Dimensionen. Wie muss man sich das vorstellen? Also links, rechts, oben, unten, in der Höhe. Das Auge kann sich drehen. Wir haben einen Parallaxenfehler durch die Verschiebung der Hornhaut gegenüber der Pupille. Wir haben eine Verschiebung der Pupillenmitte bei großer, kleiner Pupille. Alles das verfolgt dieser Eye-Tracker mit über 1000 Bildern pro Sekunde und 500 Korrekturen pro Sekunde. Erfahrungen aus der Weltraumtechnik verhelfen also zu besseren Operationen und klarem Durchblick. Du siehst jetzt noch ziemlich verschrocken, aber du wirst es eigentlich schon ganz gut sehen, oder? Ja. Sehr schön. Und das Bild hier ist unscharf. Das ist sehr schön. Der Eye-Tracker ist ein kommerzieller Erfolg, aber auch so ziemlich der einzige. Doch von diesem Erfolg einmal abgesehen, was ist die wissenschaftliche Bilanz der ISS? Viele Fachleute halten sie für ernüchternd. Etwa 1300 Experimente wurden bis 2012 auf der ISS durchgeführt. Daraus entstanden etwa 3000 wissenschaftliche Veröffentlichungen. Zum Vergleich, aus den Daten einer 150 Millionen Dollar teuren Sonde namens WMAP entstanden nicht weniger als 9000 Veröffentlichungen. Auch bei der Bewertung von Experimenten sind sich die Fachleute nicht immer einig. Das größte und teuerste Experiment auf der ISS besteht aus 8,5 Tonnen Hochtechnologie, gebaut von 500 Physikern unter der Leitung eines Nobelpreisträgers. Der Alpha-Magnet-Spektrometer soll Positronen suchen, Antimaterieteilchen, gewissermaßen die Asche aus Kollisionen von dunkler Materie mit normaler Materie. Das 1,5 Milliarden Dollar teure Gerät arbeitet seit 2011 an der erdabgewandten Außenseite der ISS. Wir haben zum Beispiel den AMS, den Alpha Magnetic Spectrometer, an Bord, der ja nach dem Grund des Urknalls sucht, nach den kleinsten Teilchen, nach Antimaterie, die aus dem Weltall auf uns einprassen. Und da gab es ja auch schon Ergebnisse, die wirklich die Wissenschaft verändert haben. Also es ist nicht so, dass da nichts rauskommt. Und jetzt vor ein paar Monaten hat dieses sehr, sehr teure Experiment seine ersten Ergebnisse publiziert. Und die Ergebnisse haben eigentlich nur das bestätigt, was unbemannte Missionen, der Fermi-Satellit und der Pamela-Satellit, schon vor einiger Zeit gefunden haben, mit ein bisschen besserer Statistik. Aber das war sicher nicht wert, dass man dafür Milliarden ausgegeben hat. Wie steht aber nun die Raumstation da, wenn man ihre Kosten mit anderen wissenschaftlichen Großprojekten vergleicht? Die Malaria wird von Mücken beim Blutsaugen übertragen. Über 600.000 Menschen starben im Jahr 2010 an dieser Krankheit. Im selben Jahr investieren Institute weltweit 550 Millionen Dollar in die Forschung gegen die Malaria. Mehr als 13 Milliarden Jahre weit in die Vergangenheit kann das berühmteste aller Weltraumteleskope blicken, Hubble. Das Teleskop entdeckte Planeten, Planetenmonde, Kreissäle und Friedhöfe von Galaxien. Grandios und farbenprächtig. Die Kosten? Knapp 6,5 Milliarden Dollar.
Der Experimentalreaktor ITER soll einmal dazu beitragen, einen Menschheitstraum zu erfüllen. Saubere Energie in unbegrenzter Menge durch Kernfusion. Ob er jemals funktionieren wird, steht in den Sternen. Die Baukosten explodieren und liegen derzeit bei sage und schreibe 13 Milliarden Euro. Die internationale Raumstation schlägt all diese teuren Projekte um Längen. Sie zu bauen verschlang 100 Milliarden Dollar. Dazu kommen beträchtliche laufende Kosten. Deutschland zahlt allein für den Betrieb der ISS bis 2020 4 Milliarden Euro. Ja, es ist ja zum einen mal wichtig zu wissen, dass wir das Geld nicht in den Weltraum schießen, sondern tatsächlich bei uns hier in Europa, in Deutschland investieren. Und das ist ungefähr tatsächlich 1 Euro pro Person im Jahr, die wir in die bemannte Raumfahrt investieren. Das ist ungefähr so wie ein Kaffee im Jahr. Jeden Euro investieren wir in unsere eigene Hochtechnologieindustrie. Und von diesem Euro kriegen wir im Durchschnitt 5 bis 6 Euro wieder zurück. Das heißt, wir investieren tatsächlich in unsere Zukunft und darin, dass Deutschland auch weiterhin an der vordersten Front der Technologie mitarbeitet. Manche Wissenschaftler rechnen anders. Der Grund ist natürlich, dass die bemannte Raumstation sehr viel teurer ist als das, was man unbemannt machen könnte. Ein einziger Versorgungsflug zur internationalen Raumstation kostet so viel wie 2 mittelgroße Missionen von der ESA, also 1 Milliarde gegen 500 Millionen. Und das ist einfach ein Verhältnis, das die Wissenschaftler normalerweise nicht akzeptieren würden. Alexander Gerst hofft auf jeden Fall, dass es nicht bei einem Besuch auf der Raumstation bleibt. Hier trainiert er, ein unbemanntes Raumschiff an die ISS anzudocken. Solche Fähigkeiten würde er gern öfter als nur einmal nutzen. Und seine Chancen haben sich jüngst deutlich verbessert. Anfang 2014 haben die USA zugesichert, die ISS bis mindestens 2024 weiter zu finanzieren. Und vielleicht ziehen die anderen Nationen mit. Die ESA würde die Station sogar gern bis 2028 betreiben. Oder noch länger, wenn sie so lange hält. Denn die harschen Bedingungen im All setzen Raumstationen so sehr zu, dass ihre Lebensdauer begrenzt ist. Gegner der ISS sagen, es gibt nichts, was man in den nächsten Jahren dort tun kann, was man nicht längst hätte tun können. Das teure Abenteuer im All sollte so schnell wie möglich beendet werden. Der Mensch ist das Teuerste an der bemannten Raumfahrt. Setzt man Roboter statt Astronauten ein, ist der Aufwand wesentlich geringer. Unbemannte Missionen sind heute zu wirklich spektakulärem fähig. Wie etwa der Mars Rover Curiosity. Curiosity ist das größte Objekt, das Menschen je zum Mars geschickt haben. Er ist etwa so groß wie ein Kleinwagen und wiegt fast 1 Tonne. Das machte ein extrem kompliziertes Landemanöver notwendig. Curiosity erforscht den Mars zum Teil selbstständig, zum Teil funkgesteuert. Mit 2 Milliarden Dollar kostet die Mission einen winzigen Bruchteil einer bemannten Marsreise. Müsste man nicht, anstatt Menschen ins All zu schicken, erst die Probleme auf der Erde lösen? Da ist sicher was dran und das deckt sich eigentlich mit meiner Einstellung auch. Also ich halte durchaus es für sinnvoll, vielleicht noch mal zu warten, ob man nicht doch eine Möglichkeit findet, bemannte Weltraumfahrt ein bisschen kostengünstiger zu machen, als es derzeit ist. Ich glaube, derzeit in der Situation, in der wir sind, ist es kaum zu rechtfertigen, da in diesem großen Stil Geld auszugeben. Aber wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Das ist eine sehr eindimensionale Denke, die man vielleicht irgendwelchen BWLern à la McKinsey zuschreiben könnte.
Es geht da sicher bei der Raumfahrt um viel, viel mehr. Das ist Politik, das ist Kultur, das ist ein Zusammengehen von Menschen, die sich vorher aus meiner Generation heraus noch über den eisernen Vorhang betrachtet haben. Und von daher ein ganz wichtiges Tool des Zusammenlebens, völlig unabhängig von dem, was rein wirtschaftlich dabei rauskommt. Werden die Menschen die internationale Raumstation als sündhaft teures Spielzeug in Erinnerung behalten? Oder als größtes Abenteuer nach der Mondlandung? Am Ende werden ihr spezielle Triebwerke Schub geben und sie in Richtung Erde stürzen lassen. Ein Gnadenbrot als Industriedenkmal wird ihr nicht vergönnt sein. Zu viel Schrott fliegt schon im Weltraum herum. Der Luftwiderstand in der Atmosphäre wird sie in einem Inferno verglühen lassen. Beim Anblick des grandiosen Sternschnuppenschwarms werden sich manche Menschen vielleicht etwas wünschen. Dass teure Prestigeobjekte in Zukunft verstärkt die